Hey Leute, willkommen zu meinem Video. Heute fangen wir an mit unserem Aqualudarium. Da steht's. Jetzt müssen wir erstmal die Scheibe einkleben. Maurice, gib mir mal gerade die Scheibe, bitte. Warum liegt da Stroh? Warum hat Gizmo eine Maske auf? Ja, dann spritzen wir erstmal die Scheibe rein. Alle, die kleben sie lieber rein. Aber dann müssen wir erst noch ein paar Vorkehrungen treffen, weil ich habe festgestellt, die Scheibe ist ja nicht so lang wie die originale Frontscheibe. Also wir müssen sie hier reinkleben. Also nehmen wir uns ein paar Platzhalter, weil hier unten würde das Wasser auslaufen. Und da wir ja kein Gegendruck haben, also kein Wasserdruck von hier hinten so wirklich, sondern einfach nur fließendes Wasser, was wieder runterläuft, fixieren wir das eigentlich nur hier am Rand. Hier. Und auf der anderen Seite. Und wenn es dann trocken ist, tun wir uns eine kleine Silikonnaht hier unten reinziehen. Bis dahin, wo wir das Wasser rauslaufen lassen wollen. Ein ganz normales Aquariensilikon aus dem Baumarkt genommen. Verlinke ich euch schon mal unten in der Beschreibung. Ziehen wir jetzt einfach eine Silikonnaht hier drauf. Wie gesagt, im Idealfall sollte die Scheibe vielleicht ein bisschen länger sein, so wie die Originalscheibe, dass man sie halt außen dran machen kann. Aber es funktioniert auch so. Die überflüssige Silikon schneiden wir dann einfach weg am Schluss. Ich bin Profikleber, siehst du das? Ja. Sieht richtig scheiße aus. Ah, egal. Low budget. So, andere Seite genauso. Na komm. Jetzt suchen wir mal, ob das funktioniert, so wie ich das vorhabe. Ups. So habe ich mir das gedacht. Wie gesagt, wir haben ja keinen Gegendruck, keinen Wassergegendruck. Und das hält dann einfach nur hier fest. Ist dicht. Das ziehe ich jetzt gleich nochmal hier runter. Und wenn das trocken ist, ziehen wir uns hier noch eine Silikonfuge rein. Bis zu der Stelle, wo es halt in der Mitte runterlaufen soll. So, da wird es doch noch ein bisschen sicherer machen. Wollen, machen wir jetzt hier noch eine kleine Fuge rein. Einfach, dass da halt wirklich nichts passiert. Falls ich da mal Wasser anstauen sollte oder sonst irgendwas. Das ziehen wir dann einfach mit einer Plastikkarte so ein Klett. Gut, jetzt messen wir jetzt mal die Mitte aus von dem Aquarium. Weil wir wollen ja nur, dass es in der Mitte runterläuft in dem Fall. Ungefähr hier. Okay, uns das mal. Und dann nehmen wir Tesafilm. Wir nehmen uns das hier hinten ab. So dass wir jetzt hier vorne die Lücke komplett mit Silikon füllen können. Auf der anderen Seite genauso. Das lassen wir ein bisschen überstehen und wenn es dann getrocknet ist, schneiden wir es mit einem Cuttermesser ab, dass wir eine gerade Kante haben. Und somit haben wir dann die Wasserführung genau in die Mitte geleitet. So dass es halt nur in der Mitte runterläuft. Und dann machen wir noch was ganz Spezielles, das kommt aber gleich. So, jetzt haben wir hier hinten abgeklebt mit Tesafilm, also haben sozusagen eine Barriere geschafft. Jetzt tun wir den Zwischenraum hier mit Silikon füllen. Kann ruhig ein bisschen überstehen, weil das schneiden wir dann am Schluss weg, wenn es trocken ist. Dass wir halt den Wasserlauf nur dort haben, wo wir den halt auch wollen. So, das Ganze lassen wir jetzt trocknen. Wie ihr seht, haben wir jetzt hier unsere Wasserführung aus Silikon. Das heißt, das Wasser läuft dann noch in der Mitte runter. Da hängen wir dann vielleicht ein bisschen Moos dran oder so. Mal schauen, dann müssen wir uns das überlegen.
Ja, das lassen wir jetzt trocknen, stellen wir mal runter. So, weil ja einige auch in den Kommentaren vom vorigen Video geschrieben haben, dass es ja passieren kann, dass das Wasser da unten rausläuft, sich unten sammelt und vielleicht hinten runterläuft, machen wir einfach so eine kleine Teppichleiste hier hinten dran, damit das Aquarium, was oben drauf steht, also das Paludarium, leicht schräg nach vorne gekippt ist, sodass das Wasser halt wirklich nur vorne runterläuft und nicht irgendwie nach hinten wegläuft. Somit haben wir diese Befürchtung von euch auch geregelt. So, die Schiene ist jetzt da hinten drauf. Jetzt stellen wir das Becken wieder hier oben hin. Jetzt seht ihr, dass wir so einen ganz leichten Neigungswinkel nach vorne haben. So, ich denke mal, auf die Länge wollen wir es dann ungefähr haben. Jetzt setzen wir hier vorne einfach nur zwei kleine Silikonpunkte hin, nur dass das nicht nach vorne rutscht. Das ist nur so eine kleine Barriere. Nicht schön, aber selten. Ja, zumindest. Natürlich wieder runter, sonst klebt es nicht an den Punkten fest. Und lassen das Ganze trocknen. Okay, jetzt stellen wir das Aquarium wieder um. Gut, das schneiden wir morgen ab da unten. Jetzt zur Technik. Also wir haben folgende Möglichkeit. Wir können entweder einen Außenfilter hier dranhängen an das Aquarium. Also den Ansaug ins Aquarium, den Ausfluss. ins Paludarium hängen, können wir uns einen Außenfilter von JBL holen, die sind ja recht günstig. Oder, dass wir so eine kleine Förderpumpe hier nehmen, geht's bei Amazon für ein paar Euro. Machen die hier unten dran, so rum, und lassen hier ansaugen und führen die hier nach oben, dass es hier das Wasser wieder reinfördert. Die zwei Möglichkeiten haben wir. Könnt ihr in die Kommentare schreiben, was euch besser gefällt. Also die günstige Alternative ist natürlich hier mit der Förderpumpe. Und dann zum Thema Beleuchtung. Ich habe jetzt hier eine Atlantis-Drive hängen. Klar, Low Budget wollten wir machen. Ist nicht das beste Beispiel, aber wir können hier irgendeine Alternative suchen. Und dann machen wir noch als kleines Special hier unten, weil wir hier Auflagefläche haben, die auch nicht nass wird durch den Neigungswinkel, können wir uns LED-Streifen holen, die wir hier drunter packen, sodass wir nochmal zusätzlich Licht im Aquarium haben. Ich denke, das ist eine ganz gute Sache, um noch ein bisschen mehr Lichtpower reinzubekommen. Da können wir dann auch mal gucken, was wir da günstiges finden. Ja, ansonsten denke ich, dass wir das mit Technik, ja, wie gesagt, das regeln wir in den Kommentaren. Schreibt mir rein, was ihr haben wollt, was euch besser gefällt. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt, zum Thema Hardscape. Wir haben ja gesagt, wir wollen das Ganze so günstig wie möglich halten. Wir können natürlich jetzt auch Steine aus der Natur sammeln. Problem ist halt, du wohnst da in Deutschland, du vielleicht da, du da. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Da geht es nicht überall dieselben Steine draußen. Außer man nimmt Backstein oder sowas von der Straße und so. Das ist egal, anderes Thema. Deswegen nehmen wir einfach Lavasteine. Die sind günstig, kriegst du wie im Baumarkt, im Natursteinhandel und ja, überall halt. Und bauen uns am besten damit sozusagen das Grundgerüst für das Aquarium zum Übergang zum Paludarium. Also ich habe mir jetzt mal so Folgendes überlegt. Vielleicht könnt ihr mir folgen, ich hoffe. Und zwar, dass wir aus Lavasteinen einen Aufbau machen, der in der Mitte wie ein Wasserfall aussieht, also links und rechts, und hier oben dann halt weitergeht. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Also, wie gesagt, Berg, in der Mitte vielleicht ein bisschen nach hinten versetzt. Und das geht hier dann hier oben weiter, sodass wir halt unten Wasserpflanzen hinsetzen können, hier oben Überwasserpflanzen. Und den Wasserfall sozusagen mit einem Schlauch dann hier hinten lang führen, dass es hier hinten auch so runterläuft und wieder unten ins Aquarium rein. Ich hoffe, ihr konntet mir folgen. Anderer Vorschlag wäre, sendet mir doch einfach jetzt in den nächsten 2-3 Tagen einfach mal eine Skizze, was ihr euch so vielleicht gedacht habt, weil zeichnen kann ich nicht. und schickt mir das entweder auf Instagram oder auf meine E-Mail-Adresse, die ist hier gleich hier eingeblendet. Und dann schauen wir mal, was da so für Vorschläge zusammengekommen sind und entscheiden dann, was wir für ein Layout bauen. Das Ganze können wir dann natürlich abrunden mit ein paar Ästen und Stöcken und Korkenzieherweide oder was auch immer von draußen. Dass wir da halt noch so ein bisschen Struktur reinschaffen oder so ein paar kleine Details einarbeiten. Aber das gucken wir dann halt, wenn es soweit ist, wenn das dein Hardscape dann steht. Ja, wie gesagt, schreibt es in die Kommentare, ob ihr die Idee gut findet oder schickt mir halt eine Skizze von Sachen, die ihr vielleicht so irgendwie im Kopf habt. Ich denke, das war es jetzt erstmal mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, drückt die Glocke und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dann.